Hey Leute, willkommen zurück bei Infamous Second Son. Es wird Zeit für unsere Rache. Es wird Zeit für Reggie einzustehen. Und es wird Zeit der Guten, wie hieß sie? Ich habe ihren Namen vergessen. Augustine! Ordentlich die Leviten zu lesen. Exakt, hier oben ist noch eine Scherbe, die ich beim letzten Mal nicht einsammelte. Bis ich Augustine habe. Ja, ich hab's schon verstanden, mein Freund. Okay, aber das Problem war letztes Mal hier die Stromgeschichte. Ja, siehst du? Aber, wartet, ich muss... ich trottel, wartet. Na, das ist ja wieder... Start nach Mars. Achtung! Jetzt geht's da. Sobald die Abwehr ausgeschaltet ist, gibt's kein Zurück mehr. Ja, das wollte ich. Also, wie ist der Plan, Conduit? Schnapp ich sie mir und zeige der Welt, was sie getan hat? Oder töte ich sie für Reggie? Oh. Nee. Also, okay, Leute, ich verstehe den Punkt. Ich will sie töten. Versteht mich nicht falsch. Ich will sie abschauen. Aber die Welt muss es sehen. Sie muss es sehen. Okay, Schätzchen. Wird Zeit, dass die Welt dein wahres Ich erkennt. Exakt. Okay, gut. Elektrozäune abschalten. Muss okay. Sein, dann komme ich in den Turm rein. Yes! Okay. Na? Damit kann ich arbeiten. Oh yes, Baby. Es wird Zeit für Rauch. Noch unter Strom stehen. Ich brauch das nicht, oder? Richtig? Ich kann einfach schwupp und hoch und kein Problem. Ist da oben jemand? Erwartet mich da oben etwa jemand? Na, das wird spaßig. Seid ihr überall? Ja, richtig. Okay, wartet. Ich komm zu euch. Jiho! Boom! Sehr schön. Okay, der nächste. Ich hab dich nicht erwischt, richtig? Hopp! Da. Nein. Könntest du aufhören damit? Komm her. Ich wünsche dir einen guten Flug, du Trottel. Jetzt, ach, kommt schon. Das darf doch nicht wahr sein. Yes, dankeschön. Wollte schon sagen. Okay. Ich habe das Gefühl, ihr springt hier noch rum, meine Freunde, richtig? Okay, gut. Oder auch nicht. Ja, warum gehst du dann? Okay, mach's gut. Trottel, nein. Hör auf. Da. Ja. Was? Von überall greifen sie uns an. Au. Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Du Trottel, hast du das überlebt? Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Na! Ja, siehst du. Okay. Okay. Wo kommst du jetzt her? Könntest du aufhören damit? Okay. Gut. Okay. Also schön. Nachdem wir hier ein bisschen aufgeräumt haben, glaube ich, wird es Zeit, um die Energie zu wechseln. Na schön. Rein. Ja, das ist doch taktisch absolut vertretbar, richtig? Ja, sieht gut aus. Njom. Wow. War nicht gut. Das war nicht ich. Da schießt jemand. Da hey, hat jemand... Da war ein Pfad auf Leichen drüben im Pioneer District. Und ich bin ihm gefolgt. Stört dich hoffentlich nicht. Alles klar, meine Liebe. Alles klar.
Gib ihn! Vielen Dank, meine Treue? Meine Teure. Kommst du hier hoch? Du bist viel schneller als ich. Oh, mich zu sehen? Ich wäre schon klargekommen. Oh, ja klar. Aber täusch dich mal nicht. Das heißt, du kommst mit? Machst du Witze? Meine beiden Lieblingsmenschen auf der Welt gemeinsam in einem Kampf? Das lasse ich mir nicht entgehen. Das nenne ich gesunde Einstellung, meine Teure. Mehr Rauchspielzeug! Du bist perfekt. Du bist perfekt, meine Liebe. Zack! Komm, ich drück ja! Zack! Habt ihr das überstanden? Nein, habt ihr nicht. Top! Ich folge dir! Ich hab zwar keine Ahnung wohin. Was ist der Plan? Ich hab gerade etwas Schwierigkeiten. Na gut, ich schätze mal. Das? Nein, das kann nicht sein. Wollt ihr mich verarschen? Das ist nicht richtig, richtig? Doch, das ist es. Ich kann das. Also ich könnte es nicht, mein Lieber. Ich sag dir, wie es ist. Holy Jesus. Okay, ich bin da. Diese Typen sind Trottel. Ich will eine Herausforderung. Wem sagst du das? Wir brauchen Gegner, keine Opfer. Okay, das ist eine. Wer denn? So! Oh! Moby Dick? Was? Wie konnte ich dich verfehlen? Oh, verdammt! Ich treffe gar nichts. Was ist denn los? Okay, doch, der hat gesessen. Na schön, gibt's hier irgendwo Rauch? Das sollte nützlich sein. Ja, hier. Ich brauche erst ein bisschen Energy, meine Teure. Ich bin nicht so... Ah, athletisch wie du. Oh, verdammt, muss ich wieder klettern? Oh no! Ich muss wieder klettern. Komm ich denn so weit? Oh shit! Mission gescheitert. Sie sind vom Turm gestürzt. Ich hoffe. Gut, dankeschön. Okay. Das sollte nützlich sein. Ja, aber. Ich komme ja nicht so weit. Muss ich denn so weit? Wo muss ich hin? Ah, verdammt nochmal. Ah, ich hätte natürlich auch einfach das hier wählen können. Trottel, warum fliege ich denn auch? Naja, okay. Ich hab's ja noch gerafft, okay? Ich hab's ja noch gerafft. Okay, ihr wisst, wo es lang geht. Ihr wisst, wo es lang geht. Und direkt rein. Zack! Okay, wer lebt hier noch? Der ging ins Gesicht, mein Freund. Oh no, ich hab meine... Das ist unbezahlbar. Verdammt, ich hab meinen Energy Boost wieder verloren. Verflucht nochmal. Mein Energy Boost. Ihr wisst schon, meine... Dadurch, dass ich vom verfluchten Turm gefallen bin. Naja, okay. Danke, Fetchy. Zack. Hey, Fetch. Jetzt wäre es Zeit für ein bisschen Hilfe! Oder auch nicht. Oh! Da ist er, der gute Zerstörer. Mann, du weißt echt, wie man für Fair Play sorgt. Exakt. Es ist nie verkehrt, menschliche Freunde zu haben. Das ist richtig. Menschliche Freunde. Okay. Wogegen kämpfen wir denn? Haben wir einen Gegner? Ah, hier oben. Ich glaube, den haben wir erwischt. Naja, okay. Ich zapf hier ein bisschen Energie ab. Und dann heißt es wieder klettern, richtig? Er
liegt der Vergeltung meiner Engel! Exakt! Eingang runter, Eugene! Oder auch nicht. Ich mag das, Eugene. Volle Kanne drauf. Volles Rohr. Hey, komm her, das musst du dir ansehen. Ich hab einfach hier drauf geschossen. Hier hast du noch eine Startrampe. Rauchen ziehen? Ja, warte, wo kann ich rauchen ziehen? Hier. Gott. Okay, das hole ich mir. Warum? Okay. Cleverste Entscheidung des Tages. Ich wollte schon sagen, ihr habt euch bereits ergeben, finde ich super. Okay. Zeit für die neuen Tricks. Na gut. Machen wir das. Wir sind da, meine Freunde. Ich weiß nicht, wo da ist, aber... Oh! Ich probiere es mit dem Fernlicht. Bist du sicher, dass du da durchkommst? Ja, wenn du und dein Schutzengel den VUP vom Hals halten. Fürchtet euch nicht! Ich werde euch beschützen! Ich... Verdammt! Oh. Wie geht's voran, Fetch? Oh! Hilf mich nicht, Dee! So kann ich nicht arbeiten! Verdammt! Ich hab keine Energie! Okay. Ich hab's. Die Bahn ist frei, Dee. Du gehst rein und schnappst die Orbit Team. Justine und ich halten hier diese Kerle vom Leib. Okay. Geh gleich. Sprinten Sie in den Satellitenschüssel hinein um einen mächtigen Sprung. Okay. 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 Und auf und davon! Direkt rein! Augustinchen. Superhero Landing. Du bist hier. Ich hab dich beobachtet, Delsin Rowe. Dich getestet, während du deine Tricks gesammelt hast. Wirklich beeindruckend. Ja? Und ich weiß auch, was du alles getan hast. Du hast Hank für den Unfall benutzt. Und Eugene und Fetch wie Monster aussehen lassen, um selbst wie eine Heldin dazustehen. Jemand muss die Conduits beschützen. Beschützen? In den 7 Jahren, seit mein DUP die Conduit-Überwachung übernommen hat, wurde nicht ein einziger unserer Art mehr umgebracht. Nein, natürlich nicht. Weil du sie gejagt und eingesperrt hast. Ja, in Curden Cay. Beschützt vor der Meute, die Conduits lynchen will. Es ist das Beste für sie, ob sie es wissen oder nicht. Und das entscheidest du einfach für sie, hm? Manche Entscheidungen sind zu wichtig. Ich habe gesehen, wie die Leute dich anschauen. Weißt du, wie ungewöhnlich das ist? Dass die Kräftelosen einen Conduit annehmen? Du musst das einsetzen. Diese Beliebtheit und das Vertrauen. Um sie davon zu überzeugen, dass die Lösung für die Bioterroristenbedrohung mein DUP ist. Du hast da was falsch verstanden, Schätzchen. Hast du gewusst, dass über die Hälfte der Conduits, die damals im Blutbad vor 7 Jahren starben, Opfer des Militärs waren? Wenn sie uns wieder kontrollieren, was hält sie davon ab, es alles so zu machen wie in der guten alten Zeit? Nein. Nein, ich werde dich bloßstellen. Dich und deine Täuschung. Dann werden wir sehen, wer der wahre Beschützer ist. Exakt. Das wäre ein Todesurteil für alle Conduits. Ich kann das nicht zulassen. Und ich lasse mich von dir nicht stoppen. Ich habe die auch nicht gefragt, meine Teure. Ich habe... Ah, verdammt, meine... Mein Booster ist weg. Verdammt! Hab ich dich. Okay, zack. Okay, das war ein Treffer. Ich muss irgendwie... Oh, aufladen. Hier. Komm. Be my butterfly, sugar, baby. Wo bist du? Komm her, meine Teure. Zack. Ah. Und gleich noch ein. Hier, für dich. Au. Oh, verdammt. Das war keine gute Idee, was? Na gut, ich gehe einfach direkt wieder rein. Ja, ich sollte hier nicht zu nahe kommen. Verdammt!
Der ging vorbei. Oh! Ich hab dich doch erwischt. Wow! Da kommen ihre Todesklingen. Okay, wir haben ein Problem. Wir müssen irgendwie aufladen. Schnell, schnell, schnell. Komm. Ah, verdammt. Okay, okay, okay. Es muss reichen. Es muss reichen. Oh. Wow. Nein. Ja, nein, verdammt. Da. Komm schon. Wow. Okay, gut, 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 gut. Okay, okay. Da! Psychobraut. Das gefällt mir. Hab ich dich nicht erwischt? Doch. Nein. Ein bisschen. Ich... Das kann doch nicht wahr sein. Das war wichtig. Das war taktisch, war das wichtig. Da! Ich bin schneller als du. Oh, verdammt, okay, aber du triffst mich trotzdem. Yes! Und direkt rein. Erledigen Sie Augustin. Okay, klar. Das habe ich verpasst. Gute Nacht, meine Teure. Lass es Engel regnen. Okay. Willst du meine Kraft? Ja. War das ein Trick? In Ordnung. War das ein Trick? Erzähl mir deine Geschichte. Vor 7 Jahren rückte meine Einheit aus, um eine neue Bedrohung zu bekämpfen. Conduits. Menschen mit Kräften, die niemand verstand. Sie hatten die Macht zu töten. Und die Macht, auch einige von uns in Conduits zu verwandeln. Ich traf eine Überlebende. Sie folgte mir, als ich mich wieder zu meinem Bataillon durchschlagen wollte. Gemeinsam liefen wir durch eine gesetzlose Stadt, die unseren Tod wollte, weil wir jetzt nicht mehr wie sie waren. Jeden Tag schlossen sich Leute dem Lynchmob an, aus Angst, dass sich Conduits unter ihnen verstecken könnten. Wir hatten niemandem etwas getan, aber sie sahen uns trotzdem als Monster. Als die militärische Ordnung wiederhergestellt war, sahen sie in uns die Bedrohung. Ich war ein Conduit und eine Soldatin, aber konnte nicht beides sein. Also entschied ich mich anders. Es war der einzige Ausweg. Indem ich einen Conduit lebend gefangen nahm, gewann ich das Vertrauen der Regierung und das war nur der Anfang. Sie finanzierten die Gründung des DUP und dachten, wir wären nur Freaks, die andere Freaks jagen. Aber so war es nicht. Ich wollte sie doch retten. So viele Conduits wie möglich. Wenn meine Art leben würde, dann hinter den Mauern von Curden Cay. Ist das sein Leben, Alter? 7 Jahre habe ich sie beschützt. Ich. Das wird mir niemand wegnehmen. Nicht die Regierung. Nicht die Armee. Nein, das ist ein Row. Und in 7 Jahren hast du sie alle nur weggesperrt. Du hast ihnen ihre Freiheit genommen. Dann sag mir, was würdest du tun? Einfach die Tore öffnen? In Curden Cay Station? Sie alle freilassen? Darauf kannst du deinen Arsch verwenden. Die Welt hat sich nicht verändert in den letzten 7 Jahren. Drinnen sind die Conduits sicher.
Sie sind am Leben. Wenn du sie befreist, sind sie innerhalb einer Woche tot. Also sag mir, wer ist hier der Retter und wer das Monster? Ich habe da eine klare Position, meine Liebe. Du gewinnst. Wir beide haben dieselbe Kraft. Mit einem kleinen Unterschied. Ich konnte 7 Jahre damit üben. Ich brauche kein Training. Okay, Moment. Oh yes, Beton, Baby. Okay, Steinstärke. Hauen wir rein. Reduziert die Benutzung von... Ja, klar, komm. Granitstärke. Reduziert die Benutzung von Betonkraft. Klar. Beton benötigt. Beton benötigt. Naja, okay, gut. Wir haben noch nicht viel. Das ist ein bisschen... Okay, gut. Naja. Okay, gut. Na dann. Wow! Was machst du? Oh! Ich kann nicht mal schießen. Ich kann gar nichts machen. Eugene! Ich kann nur rennen. Ich kann nichts machen. Ich brauche einen Explosionskern. Okay, Vincent. Mal sehen, was ich aufleiten kann. Halte durch! Ja, ich sehe gerade ziemlich alt aus, mein Lieber. Oh! Das ist nicht die Art, wie ich neue Kräfte erhalten möchte. Oh, shit. Verdammter Riesenstein hier. Kommt da was? Okay, Eugene, danke. Hau rein, mein Lieber. Kannst du vielleicht gleich noch gegen den Betontypen kämpfen? Oh, entziehen Sie die Relais. Ich versuch's ja. Okay, was bekommen wir? Ich brauch mehr, Eugene, ich brauch mehr. Oh. Oh. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, halt. Ja, sorry, Leute, das ist jetzt nicht so sexy. Aber das gehört jetzt einfach dazu. Wir machen das jetzt gleich. Endlos Sprint. Ta-t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 a. Komm her! Du machst mir gar nichts. Zack, zack. Okay, ich kann dir aber auch nichts machen. Richtig? Aber gut, ich kann sprinten. Ich weiß nicht, bringt das irgendwas? Naja, okay. Ich kann ein bisschen davor fliehen. Oh, verflucht. Verflucht. Aber schießen kann ich nichts, richtig? Nein. Au. Okay. Aber das ist cool. Ich fühle mich wie Rhino. Oder wie ist der? Ich kann das nicht fangen. Okay, wartet. Das ist jetzt ein bisschen ein Problem. Yes. Okay. Zack. Und nächste Kraft. Zack. Baby. Oh, yes. Die Betonfaust des Todes. Gib mir. Wie viele Scherben haben wir? Okay. Wartet. Wie viele Scherben haben wir noch? 16. Es muss reichen. Es muss reichen. 3. Erweiterte Splitter. Feuert Betonsplitter für längere Zeit. Okay. Beton benötigt. Na gut. Naja, das nehmen wir. Wir nehmen's. Ta 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 ta. Renn! Du dummer Hund. Komm her, meine Teure. Verdammtes Betonbiest. Du bist keine Gefahr. Du bist keine Gefahr. Aber ich hab nicht mehr so viel Beton. Wo kann ich Beton entziehen? Wem kann ich Beton entziehen? Kann ich dir Beton entziehen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Hab ich dir Beton entzogen? Hab ich nicht. Okay, das finde ich super, Eugene. Oh, yes. Okay, gut, 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 gut. Ey, ich bin doch gerannt. Okay, und Energie. Okay, ein bisschen hat's gegeben. Okay, gib mir R1, Baby. Oh, das ist Springen. Das ist Gleiten. Ich will nicht Beton gleiten. Das ist das Unnützeste gerade, sorry. Das bringt mir gerade gar nichts, richtig? Okay, ja. Wartet. Hier.
Doppelauftrieb. Dreifachauftrieb. Wie viele Scherben haben wir noch? 10, verdammt mal, das ist nicht mehr viel. Okay, geht schon. Yes, Baby! Komm her! Da, super! Okay! Njum! Okay, ich mag die Kraft. Yes! Komm her, sagte ich! Okay! Oh. Der brauche ich auch gar nicht. Wo hast du es hingeworfen? Dort hinten! Das reicht schon, Eugene! Yes! Energie! Durchfließe mich! Zack! Yes! Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay. Gut. Jetzt gibt's noch eine Ladung für dich, meine Liebe. That's what he said. Ja, super. Super. Ja, Beton benötigt. Okay. Au. Verdammt. Au. Hey. Kann nichts machen. Holy. Ey. Nein. Wollt ihr mich verarschen? Was war jetzt das? Okay. Na, das ist doch zum Davon. Ach, das ist doch zum Vergessen. Es ist doch zum Vergessen. Na gut. Komm schon. Alter, jetzt. Hör aber auf. Hör jetzt auf. Ich renn ja schon. Wow! Ah! Spring! Und renn, genau. Ah! Ich kann nichts machen. Wenn ich mal drunter bin, habe ich ein Problem. Regeneriere! Oh Gott sei Dank. Okay, komm her. Yes! Boah! Ich bin doch ausgewichen! Nein! Was? Ich... Hä? Alter, was für eine Scheiße! Hä? Einmal nicht ausweichen und die dumme Kuh... flext hier gleich mit einem Finisher oder was? Ja, komm, hör auf. Das darf doch nicht wahr sein. Echt, es ist zum Kotzen. Ich sehe gar nichts. Okay. Plötzlich hat sie hier die Finisher, was? Es ist ich. Okay. Okay. Ich renn! Alter, ich sag ihm, er soll rennen und er macht's nicht. Okay, gut, das kennen wir. Okay. Dieses Mal nicht. Okay. Okay, direkt unten durch. Perfekt. Was kommt jetzt? Oh no! What?
Naja, ich erwisch die schon. Renn! Alter, er hört einfach auf! Okay, kennen wir. Kennen wir. Kennen wir. Boah. Okay, das war okay, es war okay, es war okay, Leute. Wir nehmen's. Renn! Alter, macht mich nicht wieder wütend. Wow. Alter, was ein Part. Renn! Hör doch nicht auf zu rennen, du dummer Hund. Boah. Okay. Komm schon, ergib dich jetzt, Augustin. Wir sind schon über eine halbe Stunde. Sowas kann ich nicht zulassen. Ah, gut. Finally. Ja. Und direkt eintüten. Eintüten. Ja. Soll ziemlich wehtun. Als der Staub sich schließlich gelegt hatte, sah man von Augustin nur noch ihre Augen, die aus der Betonhülle herausschauten. Die Wut, von der sie noch kurz zuvor erfüllt waren, war jetzt etwas Neuem gewichen. Furcht. Wir hatten alles zerstört. Ihre Festung, die Armee, die sie aufgestellt hatte. Die Zukunft, die sie geplant hatte. Schon bald würde es die ganze Welt erfahren. Sie hatte versagt. Zur Strecke gebracht von einem Gamer, einem Junkie und einem Rowdy aus der Kleinstadt. Die Menge jubelte, als Augustin weggebracht wurde. Vor alledem hätte niemand geglaubt, dass Menschen und Conduits zusammen leben können. Jetzt läutete ausgerechnet ich ein neues Zeitalter ein. Und die Conduits, die jahrelang in Curden Cay eingesperrt gewesen waren, sie würden bald wieder frei sein, um ihr eigenes Leben zu leben, um ihre Zukunft selbst zu gestalten. Was mich betraf, ich hatte bekommen, was ich wollte. Und jetzt? Jetzt musste ich ein Versprechen einhalten. Nice! Delson. Du bist hier. Es ist weg. Ja. Alles ist weg. Versprochen ist versprochen, oder? Und die anderen? Du bist die Erste. Ich bin erst angekommen. Du bist mein Retter, Delson Rowe. Wir sind da komisch. Wir schützen unsere Leute, stimmt's? Wo ist Reggie? Reggie. Ist gefallen. Mich gerettet. Ich liebe dich, Bruder. Und ich werde dich vermissen. Stark. Leute, wir haben's. Verdammt, 35 Minuten. Ha! Infamous Second Son, das war's. Ah, gut. Leute, es war ein Fest. Es war ein Fest. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play, würde ich sagen.
Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.